Rogue Company. Let's show. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, es ist wieder Zeit, dass ich den neuen Battle Pass freischalte. Party Crasher. Den Battle Pass der Saison 8, wie ich sie nenne. Es gibt die ein oder anderen Dinge, über die wir reden sollten. Neue Features, die ich erwähnen will, sind, was das betrifft, nicht viele. Aber ich will sie zumindest erwähnt haben. Zumindest jetzt die Main-Veränderungen. Ich rede ja nicht über alles. Und natürlich schauen wir uns den Battle Pass an. Aber wie so oft werde ich euch erstmal kurz ein Resümee geben. Ja, ein Resümee-Update, wie auch immer man das nennen möchte. Über die letzte Saison, Saison 7. Ich habe natürlich Level 50 erreicht. Es war auch kein großes Problem in dem Sinn. Ich fand es auch cool, dass die letzten Tage Double EP gab. Das hat geholfen. 50 war aber kein Problem. Ich musste auch kein Level kaufen. Ich habe alle Season Quests erledigt. Ja, das habe ich auch gemacht. Meine Rogue Bucks wachsen auch immer mehr. Und ich habe auch das Saison-Event erledigt. Was ich da wiederum cool fand, es gab als Belohnung einen Skin. Sehr schön. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Jetzt kommen wir mal zu den neuen Features. Soviel ich weiß, da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, sind Nahkampf und Nebenwaffen jetzt für alle Agenten freigeschaltet. Zumindest wenn man diese auf einem speziellen Level hat. Das sei zumindest erwähnt. Aber es ist eine neue Sache drin, die schon eine Weile drin ist, das gebe ich zu. Die wollte ich eigentlich in einem Agentenvideo bringen. Da es aber kein Agentenvideo mehr gab, bringe ich es eben jetzt live. Ich könnte es meinetwegen gerne mal anhand von unserer Vi hier zeigen. Wir gehen jetzt mal auf die Agenten. Und dann erkläre ich euch, was ich meine. Dann müssen wir zur Meisterung gehen. Ihr seht, ich bin jetzt mit ihr kurz vor 5. Das ist noch nichts Spektakuläres. Aber das war so Ende Juli, als ich mich einloggte, habe ich auf einmal Skins bekommen. Ich habe da zwar ein Video davon gemacht, aber ich will das jetzt nicht einblenden. Das kann ich auch live zeigen. Denn sie haben das so gemacht, bei Level 8 bekommt man, also jetzt im Beispiel von Y, diesen Skin. So dieses türkis, dunkelgrün, waberig Dingsy. Ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen. Und ein Level später, Level 9, bekommt man diesen hier, den nächst besseren. Also der ist quasi selten blue, der ist episch, ja. Finde ich eine sehr coole Idee, so kann man natürlich sofort zeigen, dass man einen Charakter auf einem gewissen Level hat. Mir gefällt meistens sogar der blaue besser. Was ich nicht so ganz verstehen kann, ich hätte es als Entwickler vielleicht ein bisschen anders gestaffelt. Ich hätte so diesen Blue vielleicht schon bei Level 5 oder so gemacht. Ich dachte auch die ganze Zeit, dass es so war am Anfang. Dass es, ja, wie gesagt, so war, dass es vielleicht nochmal umgepatcht haben jetzt oder so. Aber vielleicht habe ich das auch nur so gedacht oder so. Ja. Aber ich war der Meinung, zum Beispiel mit Runway hatte ich diesen türkisen Skin schon vor 8, aber vielleicht habe ich das falsch gesehen. Nein, aber ich wollte sagen, ich persönlich hätte es so gemacht, dass man vielleicht den schon bei 5 bekommt. Ja, so bei der Hälfte. Okay, ich habe den Agenten zur Hälfte hochgelevelt. Meine erste Belohnung, die ich auch zeigen kann. Und dann vielleicht bei 9 oder 10 vielleicht sogar. Dann den epischen. Aber na gut. Ich finde so oder so cool. Sieht sehr schön aus. Ich werde euch das jetzt nicht von jedem zeigen. Wo es aber zum Beispiel richtig nice rüberkommt, ist bei Dima. Warum? Naja, weil er natürlich... Seht ihr? Weil er natürlich eine Maske trägt und da kommt es natürlich richtig nice. Also das sieht fast aus wie so ein Marvel-Bösewicht. Ja. Hier auch mal der 8er-Skin. Einfach durch die Maske wirkt es dann noch phänomenaler. Ja, das hat natürlich was. Also das ist eins der neuen Features. Begrüße ich. Was auch noch neu war? Trench, vielleicht habt ihr das gesehen, hat ein komplettes neues Aussehen bekommen. Er hat jetzt hier, nicht wundern, einen Skin an, den ich freigeschaltet habe. Das war ja der Event-Skin. Ich kann es euch auch nochmal normal zeigen. Das war ja
der alte Trench, ja. Aber das ist jetzt, wie soll ich es erklären? Ja, der klassische Trench. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, das sehe ich zum ersten Mal, dass der noch drin ist. Ja. Aber der wurde indirekt überschrieben von ihm hier. Ja. Das ist kein Skin oder kein Geschenk oder sowas, sondern das ist der Standard, steht ja auch dran. Der Standard-Skin, den man jetzt einfach hat, der automatisch ausgewählt wird. Das wird auch oder wurde auch überschrieben. Also man hat sich eingeloggt und der Trench sah so aus. Ich bin noch gar nicht sicher, ob Leute, die vorher nicht gespielt haben, die jetzt zum Beispiel zum ersten Mal installieren, den da überhaupt noch bekommen. Also ich finde es eine nette Idee. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ob es jetzt unbedingt gebraucht hat, okay, aber warum nicht? Warum nicht? Ist auf jeden Fall ein neues Feature. Er hat definitiv, das kann ich sagen. Ich kann euch zum Beispiel auch mal die Meisterung zeigen. Dann habe ich das hier auch mal gezeigt. Seht ihr, das ist jetzt der Achter. Und der Neuner. Hat schon was. Ich kann definitiv sagen, dass auch das Bild hier, ich finde auch, es sieht anders aus. Also auf den Skins fällt es gar nicht so ins Gewicht, aber er sieht komplett anders aus. Ja. Was es in der Saison nicht gibt, ist es einen neuen Agenten. Das gibt's nicht. Der letzte war Juke. Ja. Sonst gab es da nichts Neues. Und ich würde einfach sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal den Pass miteinander an. Ihr seht auch, ich habe schon wieder drei Kisten zusammen. Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich vielleicht sogar Back-to-Back wie so eine Art Double-Feature machen soll. Erst den Pass freischalten und dann vielleicht noch Boxen öffnen. Kisten, was auch immer. Ja. Ich finde es übrigens irgendwie lustig. Das ist so Red Carpet irgendwie, oder? Das ist irgendwie lustig, die Saison. Die genaue Geschichte kann ich euch nicht sagen. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt in aller Ruhe mal den neuen Pass an. Hier könnt ihr ihn ja auch schon sehen. Ich habe jetzt noch gar nicht viel bemerkt oder mitbekommen. Ich kenne halt den Trailer. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Gut, es ist der erste Skin, ja. Aber schon wieder ein Ronin-Skin. Wir hatten ja, ich glaube, Saison 2 war der Skin von Ronin mit diesem Gefängnis-Outfit. Dann Saison 6 mit diesem, ich nenne es jetzt mal Ninja-Outfit. Und jetzt wieder in Saison 8. Gut, ich verstehe einfach. Ronin ist, glaube ich, der Most Picked Character. Der Most Picked Agent. Das ist einfach ein Verkaufsargument, ein Skin für Ronin. Von mir aus, ja. Ich finde, das sieht auch recht cool aus. Aber so langsam weiß ich nicht mehr. Das kann ich euch ja hier mal zeigen. So langsam weiß ich nicht mehr, was ich picken soll. Da hat man dann die Qual der Wahl. Ich habe jetzt Sender gerade drauf. Aber. Versteht ihr, was ich meine? Klar, der Standard-Skin, klar. Aber ich habe jetzt den da. Ich habe den da. Und wenn ich den Pass jetzt freischalte, den da. Da weiß ich langsam nicht mehr, was ich picken soll. Aber na gut. Wir schauen mal, was es sonst so gibt. Alles klar. Das würde jetzt mit Sicherheit mit Ronin gut aussehen. Cool. Es gibt natürlich weiter Kisten. Cooles, sehr cooles Avatar-Dingsy. Das ist alles so ein bisschen. Ja, wie soll man das. Naja. So drei Engel für Charlie, Bond. Bisschen neurotisch, fast so ein bisschen. Ja, von mir aus. Es gibt einen Trench-Skin. Gleich mal obendrauf. Ja, finde ich aber cool, weil ich bin ja einer derjenigen, der gesagt hat: Mach doch mal einen Trench-Skin, der hat noch gar nichts bekommen, jetzt hat er mal was. Gut, es ist wieder ein bisschen schwammig, weil ich mir denke: Jetzt hat er das Update bekommen und jetzt ist schon wieder ein neuer Skin, aber gut, ich finde es trotzdem nice. Gibt es noch das? Ist das ein Getränk? Ja, das ist dieses. Ist das, glaube ich, die Sponsor, oder? Ich kann es jetzt nicht lesen, aber. Oder steht da Rogue Company? Gab es doch nicht mal einen Sponsor, der auch mit Dr. Disrespect zusammen war? Egal. Waffenskins. Ich gucke jetzt nicht alles an. Cooler Avatar. Hier haben wir noch was. Okay. Und eben. Habe ich jetzt was übersprungen? Also skinmäßig? War mir jetzt gerade nicht sicher. Ah, den da. Ich wollte gerade sagen, ich habe das jetzt mit dem Avatar so ein bisschen. Da gibt es noch den Skin für Juke. Was ich sehr cool finde, weil Juke hat jetzt auch noch nichts bekommen. Begrüße ich. Auf jeden Fall. Und sieht auch nice aus. Ah, das ist so. Sie macht mit der Brille gerade so. Das ist wie beim Film Minority Report mit Tom Cruise. Kennt ja vielleicht der ein oder andere. Ist schon etwas älter. Also nicht Tom Cruise, obwohl der auch, aber. Es gibt einen coolen neuen Waffenskin. Ja. Für die. Ist das nicht der. Ist das nicht die Waffe von Ronin sogar? Ich glaube ja. Sehr nice. Und einen neuen Skin für Lancer. Also ich finde, dieses Mal haben sie wirklich.
Ist das die ganze Zeit mit den Geldscheinen oder? Weil das würde mich, glaube ich, zu sehr vom Aiming und alles abhalten. Aber. Oder buggt das jetzt? Nein? Keine Ahnung, ich glaube, das wird mich zu sehr ablenken. Aber auf jeden Fall cool. Ich finde die Auswahl diesmal sehr gelungen. Nicht immer dieselben Leute. Also das finde ich sehr gelungen. Das gefällt mir. Mag ich. Ja, und klar, es gibt. Das ist auch sehr schön. Gibt halt tolle Flieger und so weiter. Gut. Würde ich einfach vorschlagen, wir holen uns das jetzt mal miteinander. Eiern wir gar nicht lange rum. Kaufen wir ihn direkt. Natürlich, ihr wisst es, kaufe ich es mit verdienten Rogue Bucks. Und natürlich, das seht ihr auch nochmal alle Skins, die es gibt. Klar, es gibt die Bucks, es gibt die Skins. Also jetzt Waffenskins und Agent Skins. Ich wollte sagen, ich kaufe es natürlich mit erspieltem Geld. Und natürlich mache ich natürlich den normalen Pass, in Anführungsstrichen. Nicht diese plus 15, das kann ich selber spielen. Also, Battle Pass Party Crasher. Sieht wieder mal sehr nice aus. Machen wir wieder mal einen Screenshot. Auf jeden. Muss einfach sein. Und dann hole ich mir den einfach mal. Noch 81 Tage ist noch genug Zeit. Wenn das mir dann mal gibt. Ich hoffe, er buggt jetzt nicht. Okay, es dauert überraschend lange. Ich will es jetzt natürlich ungern abbrechen. Das habe ich jetzt auch noch nie erlebt, dass er jetzt beim Kauf hier rumglitscht. Ich warte jetzt einfach mal. Im Zweifelsfall schneide ich halt nochmal, wenn er jetzt hier Ewigkeiten rummacht. Nein, er hat es gemacht. Jetzt habe ich mir kurz Sorgen gemacht. Bei sowas ist es auch immer besser, den Tipp gebe ich euch. Lasst die Finger weg. Macht nicht back und vor und back und vor. Lass ihn machen. Vielleicht hängt er kurz oder sowas. Lass ihn machen. Auf jeden Fall habe ich direkt den Ronin-Skin. Direkt diesen Geleiter. Und einen Booster, den ich sowieso nicht nutze. Ja, und dann geht es auch schon los mit der Möglichkeit praktisch zu leveln. Das nächste wäre das, das ist sogar gratis. Ja, ich glaube, jetzt kommt es umso krasser, wenn man mal auf Ronin klickt. Dass man einfach sagen kann, ja gut, okay, was denn jetzt? Okay, das ist klar. Aber dann hier, da, tralala. Also da habe ich dann schon ein bisschen, naja, gut, okay, von mir aus. Sei es drum, meine Freunde. Ich würde fast behaupten, ich rüste das mal aus und mache die Kleine jetzt hier auch mal als, das muss schon sein, es passt auch sehr gut zum Red Carpet. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, was es sonst noch zu sagen oder zu tun gibt. Eigentlich nichts. Wenn mir jetzt noch was einfällt, werde ich das noch reinschneiden. Aber die neuen Features habe ich erwähnt und so weiter. Der Pass ist freigeschaltet. Mehr gibt es einfach nicht. Ich muss es hier ja nicht künstlich in die Länge ziehen im Shop. Weiß nicht, gibt es da irgendwas, so eine Kleinigkeit wieder gratis oder so? Ich kann euch ja die Shop-Gegenstände mal so ein bisschen zeigen. Manchmal gibt es ja auch mal so für ganz wenig irgendwie so einen Pride-Support oder irgendwas. Nee, ich sehe jetzt nicht viel. Muss ja auch nicht immer sein. Nee, alles irgendwie wie gehabt. Ich kann euch hier kurz reinbringen. Bin ganz zufrieden mit mir. Vor allen Dingen bin ich der Meinung, wenn man mal meine Sing ist auch schön, Sieges-Percentage anschaut. Ja. Ich gehe auf 60% Siege. Wenn einer Rogue spielt, weiß er, dass es hoch ist. Weil jedes zweite Match ist mal Unterzahl oder die Leute geben auf oder sonst was. Glaubt mir, das ist hoch. Ja. Und inzwischen, das kann ich auch noch kurz zeigen, funktionieren auch alle Achievements. Ich habe auch nahezu alle. Das habe ich jetzt noch nicht, aber das ist kein offizielles Achievement. Also nicht in Steam. Ansonsten habe ich sie alle. Aber da habe ich das wenigstens auch mal gezeigt. Ich habe echt viel Money. Ich habe echt überlegt, ob ich dann, wenn ich ein Pack-Opening mache, dass ich hier mal was kaufe. Warum eigentlich nicht? Das ist das Starter-Paket, aber das interessiert mich nicht so. Dafür werbe ich jetzt auch nicht. Ne, dann habe ich das alles, was ich zeigen wollte. Dann bin ich jetzt hier raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn dem so war. Kommentiert, was ihr zur neuen Saison sagt und zu den neuen Skins. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.